ganz schön schlimm um uns stehen, Alfred. Die Jacke an einen Stadtmenschen verpachten. Wo kommt denn der Mann her? Was ist er denn? Eigentlich ist es ja mehr eine Gefälligkeit. Es ist ein Bankdirektor aus Berlin, sehr umgänglicher Mann. Ist deswegen schon eine Ewigkeit hinter mir her. Ja, ja. Wahrscheinlich würde dich auf Knien darum gebeten haben. Mit meiner Jagd mache ich, was ich will. Außerdem ist es ja nur fürs Wochenende, Trude. Mir soll es recht sein. Das Häuschen am Wieseneck, das habe ich ihm auch vermietet. Das hast du getan? Ja, ja, ich weiß, Trudel. Ich muss verrückt gewesen sein. Dass du das fertig bringst. Naja. Vielleicht brauchen wir dann nicht mehr jeden krummen Nagel gerade zu klopfen. Und die Kerzen bis zum letzten Wachs aufbrauchen. Wer den Pfennig nicht ehrt. Ist in deinen Augen ein Verschwender, ich weiß. Ein Nashorn und ein Trockenhorn, die gingen durch die Wüste. Da dürstet es das Trockenhorn. Da sagt das Nashorn, siehste. Hier? Ja, doch. Mann, was für eine Ehen. So möchte ich gar nicht mal begraben sein. Jetzt sind wir da. Ja, nun hast du deine Jagd. Etwas am Ende der Welt, aber ich werde es schon hübsch machen, das Haus. Es wird ein schmuckes Nest. Du wirst sehen. Aber ich bin doch hier, um zu jagen. Ja, zur Jagd gehört Gemütlichkeit. Knöpf dir den Mantel zu, Herbert. Wo hast du denn deinen Hut? Im Auto. So ein Leichtsinn. So. Jetzt siehst du wieder aus wie ein Bankdirektor. Ich bin einer. Ach, da sind Sie ja, lieber Graf. Verehrte Gräfin, vermute ich. Danke, Herr Direktor Hasenflug. Herzlich willkommen bei uns. Guten Tag, Gräfin. Guten Tag, Graf. Ich freue mich ja so auf dieses herrliche Fleckchen Erde hier und auf das Leben am Rande der Natur. Herzlich willkommen. Hier die Schlüssel. Danke sehr. Sie können anfangen. Los, packen Sie aus. Die Porzellankiste und die Gläser in die Küche. Aber bitte vorsichtig. Ich bin immer vorsichtig. Und bei dem Eckschrank, da passen Sie bitte auf, dass Sie ihn nicht beschädigen. Er ist sehr kostbar. Übrigens, der kommt ins Wohnzimmer. Das ist Jungfer Zech. Und der, Ihr missratener Sohn. Ach. Jungfer Zech ist bereit zu helfen, wenn Not der Mann ist. Ich verdiene mir jetzt ja noch ein paar Mark, wa? Es ist angenehm zu wissen, dass es hier einen arbeitsamen Geist gibt. Wollen Sie mal eine Narbe sehen, Frau Direktor? Eine Narbe? Nee, danke. Ist das Ihr Hund? Ja, mein Junge. Herr Fleur. Der hat. Wie kommst du denn darauf? Sieh ihn an. Ach, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie ich mich auf die Stille hier freue. Und auf die Natur, direkt vor der Tür. Nur mit der Toilette, lieber Graf. Da müsste man sich vielleicht auch was Neues einfallen lassen. Aber ja doch, mein Mann wird sich sicherlich etwas Neues einfallen lassen. Aber natürlich, aber gewiss doch. Sie bekommen ein Plumpsklo ins Haus, so schnell es geht, Frau Hasenflug. Ja, wie Sie meinen. Ich hoffe, mein Mann hat alles Geschäftliche zufriedenstellend mit Ihnen geregelt, aber, lieber Graf Retzlow. Ja doch, Marianne. Alles in bester Ordnung. Da gibt es nämlich noch so einige Punkte. Vorsicht, Vorsicht, lassen Sie mir den bloß nicht fallen. Wenn Sie mir nochmal so anschreien, fällt mich das Ding vor Schreck runter. Ich kann doch auch helfen. Herbert, ich bitte dich, denk an dein Herz. Ich kann Ihnen ja noch meinen Kutscher schicken zum Helfen. Und jetzt entschuldigen Sie uns bitte. Ich sehe Sie noch. Ja, auf Wiedersehen. Der Hochsitz einer Kiefernschulung ist nun auch fertig. Danke. Sehr gut. Und den am Eichenwald, den bauen wir morgen. Sehr gut. Sehr gut.
Ich sag Ihnen dann noch, an welcher Stelle ich drüben am Wasser auch noch einen haben möchte. In Ordnung, Herr Hector. Weidmanns Heil wünsche ich. Wiedersehen, ich meine, Weidmanns Dank. Ist es nicht schön geworden? Sind Sie nicht überrascht, was ich aus dieser Bruchbude gemacht habe? Ja, das bin ich. Nicht zu glauben, was hier alles reinging. Wo ein Wille, da ein Weg. Es soll doch gemütlich und heimlich sein, wenn man schon auf dem Lande auch eine Wohnung haben muss. Sind die Vorhänge nicht süß? Entzückend. Darf ich Ihnen einen Sherry anbieten? Nein, danke. Ich muss auch gleich gehen. Ich wollte nur wissen, ob Sie irgendwelche Hilfe brauchen. Furchtbar nett. Aber mit meinen Sachen, da bin ich ganz eigen. Wo bloß mein Mann bleibt, er sollte zum Tee zurück sein. Er ist eben ein passionierter Jäger. Ja, ja, das ist er wohl, der Gute. Na, ist es nicht ein behagliches Nest geworden? Direkt zum Verlieben. Nett, wirklich nett. Da, ich soll die Milch bringen. Ja, aber du sollst nicht Butter daraus machen. Wollen Sie mal meine Narbe befühlen? Nee, danke. Mir reicht es, dich zu sehen. Bruno. Ja, ich gehe schon. Der Junge hat sie nicht alle, müssen Sie wissen. Was Sie nicht sagen. Ich glaube, es sind doch schon recht arme, unwissende Menschen, die hier leben. Ist es denn wirklich so, dass hier kaum rohes Gemüse gegessen wird, mitten auf dem Lande? Unsere Kinder holen sich die Mohrrüben und Schoten direkt aus dem Garten, genau wie das Obst. Wohl immer nur zusammengekocht ist und ewig dasselbe Bratenfett, mein Gott, wie ungesund. Aber einen Doktor braucht hier niemand. Ich glaube, ich werde mich mal ein bisschen um die Leute hier kümmern müssen. Tun Sie das, Frau Hasenflug. Sie werden Ihnen damit eine große Freude machen. Es war sehr interessant, Sie gesprochen zu haben. Auf Wiedersehen. Schön, dass Sie da waren, Gräfin. Auf Wiedersehen. Ich werde jetzt meinen Mann suchen gehen. Immer kommt er so spät. Das kann ich verstehen. Bist du denn verdammt noch mal? Verschenken Sie nur einfach. Vielen, vielen Dank, auch Frau Direktor. Schon gut, schon gut.
Ich will mich ja nicht in Ihre Angelegenheiten mischen, meine Liebe. Aber Ihr Bruno, der gefällt mir ganz und gar nicht. Mal von Frau zu Frau. Ich glaube, das Kind trinkt. Ach so, Det. Tut er schon länger, der olle Schlawiner. Auf Bockbier ist er ganz versessen, Ruf. In seinem Alter, mein Gott, wie furchtbar. So, was wollen Sie machen? Sie müssen ihm erklären, wie schädlich Alkohol ist. Und vor allen Dingen, wie teuer, oder? Jetzt begreife ich auch, weshalb er solche Ringe unter den Augen hat. Nee, hey, das kommt von der Würmer. Würmer? Ja, kommen und gehen. Aber dagegen gibt's doch Mittel. Na ja, gib ihm Rizinus, das macht die Viecher Vene. Das Zimmer, das hier schenkt haben und das auch. Naja, geh in meine Küche, wa? Und, was kochen Sie Schönes? Na, wat wohl, Kartoffeln mit Stippe. Oh Gott, Kind, hier geht ein Mensch. Entschuldigung, Phrasenflug. Schon gut. Aber wenn du um die Ecke fährst, immer klingeln. Ja. Ist deine Mutter zu Hause? Nee. Ist sie weggefahren? Nee. Nun ja, wenn ich nun schon mal da bin, dann werde ich wenigstens der Mamsell einen kleinen Besuch abstatten. Tun Sie das. Liebes Fräulein Pflege, können Sie mir vielleicht sagen, wo ich die Gräfin finde? Sie hat sich hingelegt. Guten Tag. Ach so. Na, Sie könnten mal einen neuen Herd gebrauchen. Die Küche braucht auch einen neuen Anstrich. Mein Gott, ist die Decke verrußt. Alles zu seiner Zeit. Wenn der nun ins Essen fällt. Tja, dann fisch ich ihn wieder raus. Mhm. Ein Tier in der Küche? Ist das nicht sehr unhygienisch? So ein Huhn hat doch Milben. Besser ein Huhn in der Küche als ein Vogel im Kopf. Mamsell? Oh, wir haben Besuch. Ja. Guten Tag. Ich wollte Ihnen ein kleines Geschenk bringen. Es ist eine Überraschung. Da ist er. Wie finden Sie ihn? Oh, originell. Nicht wahr? Das hat so was Erdrittes. Bitte. Danke. Kochen Sie uns einen Kaffee, Mamsell. Sie trinken doch einen mit mir, Frau Hasenflug, oder? Mit dem größten Vergnügen, liebe Gräfin. Bitte. Danke sehr. Ja, also wissen Sie, liebe Gräfin, noch vor der Hochzeit, da hat mein Vater zu Herbert gesagt, eine große Mitgift haben wir zwar nicht zu vergeben, aber dafür eine reine Tochter. Und ohne mich wäre doch dieser Mann verloren. Hilflos wie ein Kind. Übrigens, wenn ich mir einen Rat erlauben dürfte, liebe Gräfin, ich würde meinen Töchtern an ihrer Stelle Sonntagsschürzen kaufen. Die haben sowas Adrettes, finden Sie nicht? Sag mal, oh, guten Tag, Frau Hasenflug. Guten Tag. Da draußen auf der Truhe liegt ein Dackel als Fußabtreter. Vielleicht ist auch ein Fußabtreter, der ein Dackel sein soll. Was soll eigentlich dieses scheußliche Untier? Dieser reizende Einfall ist ein kleines Geschenk von Frau Hasenflug. Ach, toll. Der soll wohl unser Haus bewachen, was? Herbert sagt auch immer, Einfälle hast du, Marianne, das muss man dir lassen. Geschmackvoll und praktisch zugleich. Wie geht es Ihrem Mann? Was macht die Jagd? Er ist ständig unterwegs, sitzt auf Hochsitzen oder sonst wo im Wald. Aber er kommt immer mit leeren Händen nach Haus. Ich verstehe das nicht. Man hat ihn zweimal bebürtet und Sie wissen ja nicht mehr, das Zimmer, die Jörgl Rose gehabt haben. Sie haben ein wahres Wunder vollbracht, liebe Vorzig. Schon jetzt haben die Schmerzen ganz erheblich nachgelassen. Ja, das liegt am Vollmond. Wir haben heute nämlich Vollmond. Wissen Sie, Herr Direktor, Zeit und Stunde, das ist wichtig. Das andere kommt von alleine. Da haben Sie recht. Zeit und Stunde sind wichtig. Sie haben ja gar keine Ahnung, wie dankbar ich Ihnen bin. Das tut doch gerne. Vor allen Dingen, wo Ihre Frau so spendabel zu mir ist. Die Schuhe hier, die hat sie mir auch geschenkt. Ach, das ist doch nur ein kleiner Ausgleich für all das, was Sie für uns tun. Den Garten haben Sie ja auch so schön umgegraben.
Was kann unser Ihnen schon leisten? Vor allen Dingen eine alleinstehende Frau wie Icke. Unsere Ziehe ist auch einjährig. Hat sich ein Klee überfressen, du Sylvie. Wo krieg ich jetzt Geld für eine neue her? Ach, glauben Sie mir, Herr Direktor. Unser Ehe hat das auch nicht immer leicht. Kommt Zeit, kommt Rat, Jungfer Zech. Ich glaube, auch Ihr Leben werden noch ein paar Sonnenstrahlen erhellen. Körper. Wo hast du nur gesteckt, Herbert? Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Ich war bei der Jungfer Zech. Um diese Zeit? Sie hat meine Gürtelrose besprochen. Also, bebötet, wie sie das so nennt. Aber Herbert, das ist doch Aberglauben. Mach dich doch nicht mit diesen Leuten hier gemein. Geh lieber mal zu Professor Malte in Berlin. Schließlich ist er eine Kapazität. Und gerade der hat mir dazu geraten. Ach, wenn ich nur wüsste, wie ich dich zur Vernunft kriege. Aber Marianne, vielleicht will ich das gar nicht. Was soll das heißen? Wenn du mich nicht hättest, wärst du schon lange unter der Erde, weißt du das? Ja, du sagst es mir jeden Tag. 10-mal. Das ist eine Ziehe. Das ist eine Ziehe. Da kann man ja nur von träumen. Also da werden die Leute noch nicht ganz so Weile von reden. So eine schöne Ziehe gibt es im ganzen Umkreis nicht. Na, beruhigen Sie sich mal. Ziege ist Ziege. Nee, das ist ein Prachtexemplar. Also die gibt Milch, sag ich Ihnen. Also mindestens eine ganze Menge. Nun ja, mein Mann hat manchmal eine gute Hand. Ja, das hat er. Das ist wirklich ein sehr hochherziger Mann, Ihr Mann. Das werde ich nie vergessen, Herr Direktor. Vielen, vielen Dank. Ja, schon gut, Jungfer Zech ist ja gut. Warum hat er euch die Ziege denn geschenkt? Hast du ja gehört, weil er ein gutherziger Mann ist. Na, wurde auch mal höchste Zeit, was? Wir hatten nie Zeit, Vater. Ach ja, natürlich. Ihr wart wohl mit der Faulheit beschäftigt. Guck mal, die Hasenflugs. Was? Mit Jagdbeute. Weidmanns Heil! Weidmanns Dank. Heute hat mein Mann endlich mal Glück gehabt. Gerade als ich auftauchte, traf er den Hasen. Ach du Scheiße. Eduard. Das ist ja Eduard. Mein Eduard. Ach du grüne Neune. Ja, tatsächlich. Das ist Eduard. Das ist gemein. Ich verstehe kein Wort. Wer ist denn Eduard? Ihre Jagdbeute. Pech gehabt, lieber Direktor. Ein Stallhase ist er gewesen. Ganz ordinärer Stallhase, der nicht mal mehr richtig hoppeln kann. Naja, ein toller Schuss war das ja nicht gerade. Vor mehr als einer Woche ist er Ilse beim Ausmisten ausgebüxt. Seine Freiheit habe ich ihm geschenkt. Mein armer, armer Eduard. Reg dich ab, ja? Und seitdem treibt sich Eduard überall herum. Und jetzt haben Sie den zahmen Ausreißer erlegt. Oh mein Gott, das wollte ich nicht. Ich habe das wirklich nicht gewollt. Wie konnte mir nur sowas passieren? Das kann ich dir genau sagen, Herbert. 100-mal habe ich dich gebeten, kauf dir eine Brille. Brille allein nützt nichts. Wenn's genehm ist, das gibt einen schönen Braten, so rund wie der ist. Aber ich krieg das Herz, das esse ich am liebsten. Kriegste. Der Karl hat sich richtig rund gefressen. Herbert, wo willst du denn hin, Herbert? Es war doch nur ein ganz gewöhnlicher Stallhase. Du kriegst ein neues Karnickel, mein Kind. Aber dann will ich ein Angora-Kaninchen. Ja, ja. Herbert, nun nimm doch Vernunft an. Lassen Sie ihn doch. Es gibt Dinge, damit muss ein Mann allein fertig werden. Ja, aber mit so etwas Läppischem? Gerade mit so was Läppischem. Hier, Frau Gräfin.
Guten Morgen, Frau Hasenpflug. Guten Morgen. Was ist denn? Ist was passiert? Ja, das heißt, ich weiß es nicht. Entschuldigen Sie, dass ich Sie so früh belästige, aber mein Mann ist verschwunden. Was? Ja. Er ist gestern Abend wie immer auf die Pirsch und bis jetzt nicht zurückgekommen. Oh Gott, einen Moment bitte. Alfred, kommst du mal bitte? Wo war ich denn? Herr Direktor Hasenpflug ist von seiner nächtlichen Pirsch nicht zurückgekehrt. Was? Das gibt's doch gar nicht. Oh, guten Morgen, Frau Hasenpflug. Guten Morgen. Doch. Es ist leider so, wie Ihre Frau Ihnen gesagt hat. Haben Sie schon bei Jungfer Zech nachgefragt? Aber Alfred. Warum das denn? Vielleicht bebötet sie nach der Pirsch seine Gürtelrose. Also diesen Aberglauben habe ich meinem Mann verboten. Es wird ihm doch nichts passiert sein. Aber was? Wahrscheinlich ist er auf einem seiner Hochsitze eingeschlafen. Ich werde mit den Kindern suchen. Bleiben Sie mal am besten hier. Danke, lieber Graf. Der sechste Hochsitz. Los, Ilse, du bist dran. Herr Hasenflug! Hat doch überhaupt keinen Sinn. Wenn Haras nicht da ist, ist Hasenflug auch nicht da. Wahrscheinlich liegt er schon zu Hause in seinem Bett und schläft. Da ist er ja. Wer? Wennen. Ja, wer? Haras. Na, Haras, wo ist denn dein Herr? Hier ist er. Er ist da. Ja, und? Was ist? Herr Hasenflug. Herr Hasenflug. Ja, was ist denn? Er rührt sich nicht. Na, wie viele Flaschen sind denn leer? Drei. Na, da würde ich mich auch nicht mehr rühren. Dann weck ihn doch auf. Das wirst du ja wohl noch können. Herr Hasenflug. Wenn er doch nicht wach wird. Das muss man selber machen. Herr Hasenflug. Aufwachen. Es ist Zeit. Mach, dass du wegkommst. Ist er tot? Ja. Liebe Leidtragende, wir haben uns hier versammelt, um von einem unserer Brüder Abschied zu nehmen. Requiescat in pace. Möge er in Frieden ruhen. Er war ein Vorbild für alle, die ihn kannten. Ein guter Christ, der sein Herz der Not nicht verschloss, an dessen Tür niemand vergeblich klopfte. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Diese Worte Jesu hat Herbert Hasenpflug auf seine Weise beherzigt. Sie haben ihn in seinen schweren Stunden getröstet. Sie haben ihm die schönsten Stunden seines Lebens geschenkt. Sie haben ihm gegeben, was er brauchte. Sie haben ihn umhegt und gepflegt. Sie waren sein Freudenspender, sein Licht in dunklen Stunden.
Wohin er ging, da sind auch sie gegangen. Sie lachten und weinten mit ihm. Sie waren der Quell seiner Kraft. Du musst es ihm sagen. Sein Glück war das ihre, wie auch sein Leid das ihre war. Herr Pastor, die Witwe sitzt dort. Die Liebe war mit ihnen. Schönen Direktor. Tag wünsche ich. Arme Frau. Oder reichen Sie? Ach, Alfred. Ich weiß nicht. So eine Beerdigung hat dieser arme Mensch wirklich nicht verdient. Der war doch eigentlich ein ganz freundlicher Mann. Und ausgerechnet zum Beginn der Hirschtrunft musste er sterben. Auch tragisch. Die arme Frau Marianne. Und dieser Superintendent ist ja ein ganz besonderer Trottel. Also weißt du, die Witwe mit Jungfer Zech zu verwechseln. Wer weiß, wer weiß. Vielleicht war diese Verwechslung so eine Art Fingerzeig Gottes. Er hielt ja große Stücke auf die Jungfer. Alfred, jetzt wird bitte nicht geschmacklos. Frau Hasenpflug ist da, sie ist im Salon. Wenn man von der Sonne spricht? Lass deine Sprüche. Nicht. Guten Tag. Guten Tag. Ich hoffe, ich störe nicht. Ich bitte Sie, nehmen Sie Platz. Möchten Sie einen Kaffee oder einen Sherry? Einen Sherry gerne. Ich mach das schon. Nee, bitte einen Cognac. Ich wollte mich bloß verabschieden, komm. Heißt das, dass Sie uns verlassen wollen? Ja, ich habe schon alles zusammengepackt. Die Pacht möchte ich natürlich zum nächstmöglichen Termin kündigen. So. Danke. Auf Ihr Wohl, liebe Frau Hasenpflug. Und auf das selige Angedenken an Ihren Herrn Gemahl. Danke sehr. Der Pachtvertrag ist natürlich sofort beendet, wenn Sie es wünschen, liebe Frau Hasenpflug. Danke, Graf. Die schöne Pacht. Mein Mann hat sie sehr genossen. Vielleicht etwas zu sehr. Dann ziehen Sie also bald aus. Morgen kommt der Möbelwagen. Ich bin nur hier, um meine Schulden zu bezahlen. Und tut mir leid, liebe Frau Hasenpflug, aber die Summe, die habe ich nicht so parat. Ich muss erst in meinen Unterlagen nachsehen. Ich schreibe sie Ihnen. Bitte, bitte, wie Sie wollen. Mit Frau Zech muss ich ja auch noch reden. Gibt es denn da Probleme? Probleme? Na ja. Sie schuldet mir ja noch das Geld für die Ziege. Aber ich dachte, die hätte sie von ihrem Mann geschenkt bekommen. Also davon kann nun wirklich nicht die Rede sein. Geborgt hat er ihr das Geld. Zinslos. Das ist doch schließlich großzügig genug, finden Sie nicht? Also, ich hatte es etwas anders in Erinnerung. Wie viel hat die denn gekostet? 15 Mark. Auf 15 Mark? Ja, dann ziehen Sie mal das Geld für die Ziege von der Pacht ab, die Sie mir noch schulden. Ach, das übernehmen Sie. Ich verstehe. Ja, dafür überlasse ich Ihnen auch gerne Herberts Hund Harras. Ein vielfach prämiertes Tier. Zum Wohl. Oh. Liebe Gräfin, lieber Graf, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und alles, alles Gute. Leben Sie wohl. Lore? Ach, ich finde schon allein hinaus, danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tut mir leid, Harras, aber du bleibst hier. Leb wohl. Thank you.
schon weg von hier. Kannst mir glauben, Alfred. Rennpferde sind der Schlager heutzutage, die Kapitalanlage. Aber ernst, ich weiß nicht. Das klingt alles sehr gut. Aber ich weiß wirklich nicht. Ich bitte dich, gerade du hast doch die besten Voraussetzungen. Weiden, Wiesen, einfach ideal. Du könntest eine Trainingsbahn bauen lassen und mit Moos auslegen. Kostet eine Lappalie. Dann könnte dort das Pferd, wenn es nicht auf Rennen ist, trainieren. Wie lang müsste so eine Galoppbahn denn sein? 2 Kilometer vielleicht. Platz wäre genug da. Eben. Ich habe einen kleinen Imbiss für Sie vorbereitet, Herr Renner. Danke, Gräfin. So ein Rennpferd, das ist doch sicherlich eine sehr kostspielige Angelegenheit. Ja, wenn man es regulär kauft, aber das hier ist ein 1A-Pferdchen aus einer Konkursmasse. Einsames Angebot, herrliches Geschäft. So was findet man nur alle 10 Jahre einmal. 1800 Mark. 1800 Mark? Es ist gut und gerne das doppelte Wert. Eine besonders günstige Gelegenheit. Fast geschenkt. Also geschenkt. Geschenkt ist billiger. Glaubst du wirklich, dass er Chancen hat? Ja, todsicher, sonst würde ich mich ja nicht beteiligen. Du beteiligst dich? Na klar. Ich trainiere das Pferd, organisiere die Rennen. Dafür bin ich mit 20% an allem beteiligt. Du hast mit all den organisatorischen Dingen nichts zu tun. Du brauchst nur zu kassieren. Zuerst aber muss er bezahlen. Liebe verehrte Gräfin, wo nichts hinkommt, kommt auch nicht zurück. Gegen eine neue Einnahmequelle wäre nichts einzuwenden. Wir haben gerade die Jagdpacht durch einen Todesfall verloren. Du darfst auch die Wetten nicht vergessen. Wenn du auf dein eigenes Pferd richtig setzt, schwimmst du in Geld. Na, Trudelchen, was sagst du dazu? Denk an die Kiesgrube. Ach, was hast du immer mit dieser Kiesgrube? Ich würde eher sagen, die Grube hat uns. Denn bis heute sind wir sie nicht losgeworden, dieses Pleiteunternehmen, diese todsichere Anlage. Nimm doch Platz. Das hier, liebe verehrte Gräfin, ist ja ganz was anderes. Apropos Kiesgrube, war das nicht auch so ein Tipp von Ihnen? Also da war ich nur Vermittler. Wie heißt denn der Gaul? Goldjunge. Und ich sage dir, er macht seinem Namen alle Ehre. Ist das nicht ein Traumpferd, Frau Gräfin? Schön ist er schon, aber ob er auch schnell ist? Da sieht man doch, dass das ein außerordentlich schneller Galopper ist. Woran? Noch von allem, an der ganzen Erscheinung. Schauen Sie sich mal die Fessel an, Frau Gräfin. Dieser Brustkorb, diese nervige Hinterhand. Da schlummern Kräfte, die müssen noch geweckt werden. Hat er denn schon mal gewonnen, der Goldjunge? Ja, stimmt. Wo denn? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht genau. Aber das ist ja auch nicht wichtig, dass er gewonnen hat. Wichtig ist, dass er gewinnen wird. Und wenn er gewinnt, dann sind wir reich. Genau. Zuerst mal müssen wir ihn kaufen. Tun wir das? Wir tun es. Denn du? Bist du Besuch oder was? Bist du ein Liebetierchen? Hast du einen so schönen, traurigen Blick? Paragraf! Hoffe ich, du? Das geht. Neuer Hund? Ja, ja. Ein Liebetier hat so schöne, traurige Augen. Gefällt er Ihnen? Ja, ja, ich finde ihn sehr sympathisch. Ich schenke Ihnen den Hund, er heißt Haras. Aber Herr Graf, das kann ich doch nicht annehmen. Oh, das können Sie, wir haben mit einem Hund genug. Danke, Herr Graf. Mensch, Haras. Jetzt bin ich auf den Hund gekommen.
Ja, Herr Rosenhahn. Ich habe Ihre Glocke ja nicht gehört. Ich hab auch ja nicht geläutet. Weil der Herr Graf da, der hat mir den Hund hier geschenkt. Ach, das ist gut, dass Sie den Hund nehmen. Keiner will den, weil er so traurige Augen hat. Ich gerade das finde ich so schön. Wo gehen Sie denn hin? Jetzt zieht was an? Seien Sie mal nicht so hart, Loromaus. Ich höre wohl nicht recht, was? Ich hab Ihnen auch was mitgebracht. Der duftet ja. Das ist ja auch eine Duftseife. Da staunen Sie was. Wenn ich mir Sie so betrachte, Sie sind ja kein übler Kerl. Find ich auch. Die Gemeinde hat für nächstes Frühjahr 100 Festmeter Bauholz bestellt. Das ist ja wunderbar, Alfred. Gibt es da Geld? Ja, aber erst nächstes Jahr, im Herbst. Warum zahlen die im Herbst, wenn sie im Frühjahr das Holz wollen? Beim Zahlen lässt sich jederzeit. Spielt doch keine Rolle. Wir haben ja jetzt Gott, Junge. Der macht übrigens große Fortschritte. Er liefert tolle Zeiten im Training. Woher weißt du? Rennert hat geschrieben. Er trainiert ihn zusammen mit 4 anderen Pferden in Berlin. Ah ja. Ich habe apropos übrigens... Berlin. Oh, Verzeihung. Ich bitte Sie, sagen Sie ruhig auch mal was. Ich vergesse meinen Satz schon nicht. Danke. Es liegt mir schon lange auf der Seele. Aber... Ja, was denn, Fräulein Weber? Es wäre sehr wichtig für die Kinder, dass sie auch mal ein bisschen Kultur sehen könnten. Wie darf ich das verstehen? Alfred. Lieber Graf, ich meine das nicht so, wie Sie das verstehen. Ich meine das ganz anders. Nämlich? Es wäre sehr wichtig für die Kinder, dass sie mal in ein Museum kämen oder vielleicht eine Bildergalerie besuchen könnten oder auch ein Musikstück kennenlernen könnten. Das ist eine gute Idee. Schlicht ausgedrückt, Sie wollen mit den Kindern nach Berlin. Ja. Der Bildung wegen. Ach ja. Das wäre klasse. Oh, bitte, bitte, Vater, sag ja. Das trifft sich ganz gut. Ich habe nämlich unseren Goldjungen, weil er doch so gute Zeiten im Training hat, für den großen Preis von Köpenick angemeldet. Dann fahren wir eben alle nach Berlin. Mutter und ich gehen zum Pferderennen und ihr ins Museum. Ach, können wir nicht auch zum Rennen? Ja, bitte. Nee, kommt nicht in Frage. Ihr müsst euch bilden. Und wir beide legen den Grundstock für ein Vermögen. Wie das denn? Wir wetten. Auf unseren Goldjungen. Aha. Und wann? Nächsten Sonntag. Krank. Ist blöd. Heute ist, er muss das Bett hüten und die Gräfin und die Kinder fahren alleine nach Berlin. Oh, wenn das nur gut geht. Du stehst heute nicht auf, du bleibst im Bett. Lore wird sich um dich kümmern. Ausgerechnet heute. Ich könnte wahnsinnig werden. Wirst du denn ohne mich zurechtkommen? Aber Alfred. Willst du denn, dass wir zu Hause bleiben? Nein, Trudel, nein. Ich spüre, dass Goldjunge gewinnt. Du musst auf ihn setzen. Alles, verstehst du? Das hast du mir nun schon x-mal erklärt. Hältst du mich für blöd? Entschuldige, Trudel. Natürlich nicht. Dass ich auch just heute krank sein muss. Bleib, wo du bist. Den Verlauf des Rennens kannst du auch nicht ändern. Und Geld hinlegen und kassieren kann ich auch selber. Ja, Trudel. Ich würde ihn nur gerne sehen. Unseren Goldjungen, wie er durchs Ziel galoppiert als Sieger. Ich erzähl's dir. Wiedersehen. Trudel, mach's gut.
Wiedersehen. Und Trudel? Ja? Mach's gut. Na, Kinder, freut ihr euch aufs Museum? Ja. Können wir vor euch hin? Wir müssen, es ist spät. Sonst versäumen wir den Zug. Ach, der Zug hat sowieso Verspätung. Ist was? Nee. Was soll denn sein? Wieso sind Sie denn hier? Sie sind doch krank. Das Fenster, Mensch. Lassen Sie die Fragerei, Lore. Machen Sie mir lieber einen Lindenblütentee. Sofort, Herr Graf. Mit Honig, ja? Nee. Cognac. Machen Herr Graf sich Sorgen, weil Frau Gräfin ohne ihn gefahren ist? Ich habe genug andere Sorgen, Lore. Das können Sie mir glauben. Ach, Jolt, Junge, der gewinnt todsicher. Und wenn nicht? Tja, was haben Herr Graf zu mir gesagt, als Emil sich erhängt hat? Immer jetzt ruf im Leben und immer jetzt runter. Er geht immer wieder ruf. Übrigens, der Rosenhahn ist wirklich ein netter Kerl. Ich mach mal einen Tee. Besuch ist da. Hallo. Tag, Herr Baron. Tag, Lore. Der Graf sind krank, Herr Baron. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ich habe die Gräfin in Berlin beim Rennen getroffen. Liegt er im Bett? Ja, Herr Baron. Ah. Dann sagen Sie ihm schöne Grüße. Ich bin hier gewesen auf einen Cognac und wünsche ihm gute Besserung. Ich bestell's. Nicht nötig, ich hab's gehört. Tag, Hans. Tag, Alfred. Ich möchte ihn nicht anstecken. Du siehst vielleicht klapprig aus. Ich fühle mich auch so. Ich denke, du bist im Bett. Hier lag ich auch, aber dann habe ich dein Vehikel gehört. Toller Klang, was? Ja, Robert, der Sportler, ist nicht zu überhören. Wollen Sie wieder einen Tee, Herr Graf? Nee, danke. Ich denke, ein Cognac ist es besser. Ja. Du hast jetzt bestimmt einen nötig. Ich mach das schon. Es ist gut, Lore, Sie können gehen. Ich bin in der Küche. Machen Sie bitte die Tür zu. Jawohl, Herr Baron. Hier, du Unglücksrabe. Danke. Was heißt Unglücksrabe? 200 Mark habe ich auf deinen Goldjungen gesetzt. Und? Vorletzter. Ist das ernst? Bei 200 Mark hört bei mir der Spaß auf. Mensch, ich hätte nie geglaubt, dass du und Rennert eine solche Schindmähre als Champion hinstellt. Aber es ist doch ein schönes Pferd. Ja, wenn er nicht galoppiert. Im Galopp schläft er ein. Der Klepper. Trudel hat eine Menge Geld auf Sieg gewettet. Das war dann wohl nicht, was? Komisch.
Sie sahen ja gar nicht nach Verlust aus. Sie lässt sich nie anmerken, wenn etwas schief geht. Ist eine wunderbare Frau. Ich glaube, wir sind pleite. Man muss immer wieder mal verlieren, um zu wissen, wofür man schuftet. Da, trink. Den brauchst du dringend. Mach dir nichts draus. Bleib beim Holz und lass die Finger von den Pferden. Du gehörst zu den Menschen, die für ihr Geld arbeiten müssen. Ich komme wieder, wenn es dir besser geht. Grüß, Tode. Spät. Morgen früh kommt er wieder nicht aus den Federn. Gute Nacht, Wenzel. Nach, Frau Häfin. Gute Nacht. Ich muss mal aufs Klo. Ich auch. Ich kümmere mich um die Kinder, Gretel. Sie werden sich ja gleich nach ihrem Mann sehen wollen. Allerdings, der wird Augen machen. Wie es ihm wohl geht? Ich wollte auch nur, dass du nicht traurig bist. Ich wollte dich auch bitten, Goldjunge nicht zum Pferdeschlachter zu bringen. Vielleicht gewinnt er das nächste Mal. Wart ihr denn beim Rennen? Nein, Ehrenwort. Wir wissen alles nur von Mutter. Hier bist du, Alfred. Billy. Bin schon weg. Gute Nacht, Vater. Gute Nacht, Mutter. Hat Billy geplaudert? Er hat nur bestätigt, was Hans mir schon erzählt hat. Goldjunge hat nicht gewonnen. Hat er auch nicht. Hast du gesetzt? Du hast es gewollt. Es tut mir so leid. Das ist gut. Trudel, wir sind am Ende. Das glaube ich nicht. Doch. Was du verwettet hast, war alles, was wir hatten. Dann haben wir jetzt 10-mal so viel. Wie das denn? Weißt du, Alfred, da gab es noch so ein Pferd. Und dieses Pferd, das hieß Goldregen. Und ich habe die Namen verwechselt. Und Goldregen wurde Erster. Und du hast das ganze Geld auf Goldregen gesetzt? Ja, Alfred. Das ist der schönste Irrtum, den du dir je geleistet hast. Schon der Sechste. Das ist ja kein Erbspüree, das ist ein Kieselstein gerissen. Werden denn diese Erbsen vorher nicht gewaschen und verlesen? Die Erbsen ins Kröpfchen, die Steine ins Töpfchen. Natürlich macht das Lore, aber sie ist eben keine Köchin, sie kann es nicht besser. Immer schmeckt alles angebrannt. Das ist eben ihre Art zu würzen. Wann kommt denn die neue Mamsell? Ich tue, was ich kann. Aber du weißt selbst, wie schwer es ist, Personal in diese Wildnis zu bekommen. Also Wildnis verbitte ich mir, ja. Meine Schonungen sind vorbildlich. Als ob es darum ginge, Alfred. Die meisten erschrecken sich doch schon beim Anblick einer Kröte. Und an einem herrlichen Ausblick über Wald und Feld sind sie völlig uninteressiert. Ine hat so ja mal gesagt, bestimmt gibt es hier im Winter noch Wölfe. Das ist doch nicht Ihr Ernst, Lore. Doch, und die andere hat gefragt, Mensch, wie hältst du denn das hier aus? Unglaublich. Na ja, so schlimm ist es ja nun auch wieder nicht. Nee, wirklich nicht. Vielleicht sind wir ja auch schon bald raus aus dem Schneider. Es hat sich nämlich jemand ernsthaft beworben. Ach, das wäre ja wunderbar. Bei einer neuen Mamsell gibt es bestimmt keine Steine im Erbsenpüree. Kann ja mal passieren, nicht? Die Dinger sehen sich ähnlich wie Zwillinge. Danke, Lore. Immer bekommt Billy mehr. Ich bin ja auch ein Mann. Jetzt hört mal alle zu. Hier schreibt uns eine Charlotte Scholz. Mit besten Referenzen aus höchsten Kreisen.
Die letzten Jahre war sie Mamsell bei einem französischen Grafen. Mit einem Schloss in der Provence und einer Villa in Paris. Und warum ist sie da nicht bei ihm geblieben? Weil er ganz unerwartet Bankrott gemacht hat. Oh la la. Typisch Frankreich. Ach, Paris. Der Louvre, Notre-Dame, Versailles. Wovon redest du eigentlich? Von Versailles und seinen herrlichen Gärten. Du sprichst besser von Sanssouci und Potsdam. Aber da haben euch ja auch die Filzlatschen mehr beeindruckt als der ganze große Friedrich. Kein Wunder, in diesem Haus gibt's doch nur einen einzigen Gesprächsstoff. Pferde und Bäume. Oh, du hast die liebe Verwandtschaft vergessen, Trudelchen. Dein Steckenpferd. Ja, ja, Alfred. Na ja, jetzt, wo wir vielleicht eine Pariserin ins Haus bekommen, wird die Unterhaltung gewiss sehr viel reicher. Wird sie auch. Tu bois quelque chose? Quelque chose, quelque chose. Ich möchte nichts trinken, aber du vielleicht. Manger von diesem formidablen Erbsenpüree? Vera, passe-moi le sel, s'il te plaît. Du heiliger Strohsack, dann müssen wir ja andauernd Französisch reden. Merci, Monsieur. Gern geschehen, Fräulein. Frau. Ist mir auch recht. Guten Tag, Frau Scholz. Seien Sie herzlich willkommen. Bonjour. Guten Tag, Frau Gräfin. Wenzel, bringen Sie das Gepäck von Mamsell Scholz in Ihr Zimmer. Die Mamsell hat kein Gepäck, Frau Gräfin. Ach, ich weiß ja noch nicht, ob ich bleibe. Ich möchte mir zuerst alles ansehen, wenn Sie gestatten, Frau Gräfin. Natürlich gestatte ich. Ja, wo fangen wir denn an? In der Küche, bitte. Schließlich verbringe ich da die meiste Zeit. Gut. Wenn Sie mir folgen. Wenzel, schicken Sie Fräulein Weber in die Küche. Jawohl, Frau Gräfin. Das ist unsere Hauslehrerin. Sie spricht ausgezeichnet Französisch. Wie schön. Kommen Sie, wir gehen gleich da rein. Das ist der Kücheneingang vom Hof. Das ist Lore, unser Hausmädchen. Tag. Tag. Und das wäre dann Ihr Reich, liebe Frau Scholz. Und da ist die Speisekammer. Was für ein Hund. Bist du ein schönes Tier. Und so freundlich. Was für gute Augen du hast. Guten Tag, mein Lieber. Aber reichlich mager bist du. Leider. Wie heißt du denn? Möpschen. Möpschen? Seitdem uns ihre Vorgängerin durch die Krankheit ihrer Schwester verlassen hat, ist auch er etwas vernachlässigt. Ach, da kommt der Fräulein Weber. Oh, bonjour, Mamsell. Bonjour. Quelques identiques. Nun ja, das Interieur ist sicherlich sehr schlicht, aber dafür auch sehr praktisch. Ich überlasse Sie jetzt Fräulein Weber und Lore. Und falls Sie irgendwelche Fragen haben sollten, Lore weiß alles. Ich weiß alles. Sie sind ja auch schon einige Jahre bei uns. Sie können mir dann sagen, zu welchem Entschluss Sie gekommen sind. Und dann zeige ich Ihnen das übrige Haus. Oui, merci, danke, Frau Gräfin. Da sind Sie sicher von Frankreich Ihr anderes gewöhnt, Nesca. Unser Chateau alleine hatte 80 Zimmer. Ach, was Sie nicht sagen. Kommen Sie nicht von so einem Schloss? Sag dich gerade, mein Kind. Un Chateau, ein Schloss. Alfred? Könnte sein, sie bleibt. Könnte? Was heißt das? Gesagt hat sie nichts. Aber ich habe so ein Gefühl. Ja, vielleicht gefällt's ihr hier. Zwei Seen hat ja schließlich nicht jeder. Das war mehr Mutter als Wasser. Du tust ja gerade so, als ob die Blötzenkuhle die Bucht von Palermo sei. Ach du, du und dein Italien. Blabberiges Land. Also wenn sie bleibt, dann nur wegen Möpschen. In denen ist sie nämlich ganz vernarrt. Dann ist der Hund endlich mal zu etwas Nutze. Also Vater, die neue Mamsell hat einen Busen, aber er so. Und Puder tut sie sich auch. Das ist wohl der Pariser Schick, was? Wie den Niercri. Und im Haar hat sie Smaragde. Also für eine Köchin ist sie geradezu mager. Um nicht zu sagen dürr. Bis auf den Busen. Ich muss noch mal gucken. Halt!
hier geblieben? Sag mal, was soll denn das? Wir sind doch hier nicht im Zoo. Los, ab an die Schularbeiten, aber sofort. Erstens ist das wichtiger. Und zweitens bleibt ja die Mamsell, wie es scheint. Ja, hoffentlich. Also dieser Billy? Ganz normal. Er wird eben ein Mann von Tag zu Tag mehr. Und eifert seinem Vater nach. Das ist doch gut so, oder? Natürlich, Alfred. Wie der Vater, so der Sohn. Gott erhalt die Tradition. Ja? Ja. Pardon, Frau Gräfin. Guten Tag. Frau Scholz, kommen Sie doch näher. Das ist mein Mann, Mamsell Scholz. Guten Tag. Guten Tag. Billy hat doch recht. Haben Sie sich denn schon umgesehen? Ich habe alles gesehen. Und? Die Küche ist doch sehr, sehr schlicht. Über Gebühr antik. Aber ich sehe Ihr Haus als eine Herausforderung an. Ich bleibe. Möpschen ist ja so entzückend. Na, wollen wir mal sehen, was uns unsere Pariserin als erstes Gericht zugedacht hat. Bestimmt ein Amuse-Gueule délicieuse. Amuse-Watt? Eine Gaumenfreude. Wie die Karte Gaumenfreude. Lore, was gibt's? Jans war toll. Heute ist Montag. Und Montag gibt's wie immer Kartoffeln mit Stippe. Sehr einfallsreich. Gibt's denn das in Frankreich auch? Nee, das gibt's nur bei uns. Dafür haben wir eine neue Mamsell. Guten Appetit. Guck mal, wie fröhlich ihr sie reinschaut. Blöd, Mann. Tja, ich hatte mir das auch etwas anders vorgestellt. Ich dachte, du hattest ihr gegenüber deine französische Abkunft betont. Ich bitte dich, Alfred. Ich habe mir erlaubt, die Mamsell darauf hinzuweisen, wie alt ihre Familie ist. Na und? Konnten Sie damit Eindruck schinden? Leider nein. Wie man sieht. Zu Lora hat sie gesagt, wir wären nur ein kleiner Landadel. Aber an solche Leute verschwende sie ihre Kochkunst nicht. Und Kinder bei Tisch? Stumm wie ein Fisch. Bon appétit, ma chère. Ich habe besonders delikate Stücke für dich herausgesucht. Merde! Eine miserable Kohle ist das hier. Möpschen müsste man sein. Was tust du hier? Nichts. Gucken. Hier gibt's nichts zu gucken. Hast du einen Freund? Hast du einen? Klar, Bruno. Da hast du was Rechtes. So, jetzt verschwinde hier. Hier störst du. Ilse! Aua. Hast du keine Augen im Kopf? Ach, gut, dass Sie kommen, Frau Gräfin. Das ist ein unhaltbarer Zustand. Das Holz ist nass und die Briketten miserabel. Ach, Sie haben vollkommen recht, Mamsell. Der reinste Dreck. Der Mann muss unbedingt mit dem Kohlenhändler reden. Alfred! Ja? Kommst du mal bitte? Wo zum Teufel steckst du denn? Hier. Ach, und unten waltet die züchtige Hausfrau. Ich komme. Kaum gerufen bin ich schon da. Was gibt's denn? Schau doch mal. Ja, was denn? Die Brikette. Nur Qualm und keine Hitze. Sind die von Kalinke? Ja, Marke Sonnenblitz. Du musst unbedingt mit dem Kohlenhändler reden. Ich? Mit dem schönen Erich? Was soll ich ihm denn sagen? Dass ein Sonnenblitz ein Witz ist. Sowas kannst du doch viel besser, Gertrud. Oh, no, 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 no. Lassen Sie mich das machen. Übrigens, Silly kommt zu Besuch. Was? Deine Schwester, jetzt? Ja, sie ist in Venedig und dann fährt sie zu Karl und Sophie und wir sollen sie dort abholen. Oh Gott, das gibt wieder ein Tamtam mit den Kindern. Komm, wir besprechen das oben. Übrigens, danke, dass Sie mit Kalinke reden wollen. Ui, verlassen Sie sich. Das mache ich. Aber man muss es Lilly hoch anrechnen, dass sie um diese Jahreszeit kommt. Ja, ja, das ewige Kind. Ach, nennen Sie nicht immer so, Alfred. Du kennst doch meinen Familiensinn. Freundschaft hält einen Tag, aber Verwandtschaft ewig. Leider.
Erlaube mal, Alfred. Denk doch mal an Lilly. Ihr hättet es auch besser gehabt ohne ihre Sippschaft. Was hat denn die Sippschaft damit zu tun, dass sie gerade mal 17 war, als ihr erster Mann gestorben ist? Das arme Mädchen. Das arme Mädchen wurde dadurch zur reichen Witwe. Mietshäuser, Kohlengruben und ein großes Gut. Und dann hat man sie gleich mit dem trockenen Knochen verheiratet. Jetzt sei aber nicht ungerecht, Alfred. Er ist ein redlicher Mann. Du kennst doch Lillys Verschwendungssucht. Er hält wenigstens das Geld zusammen. Sogar die Inflation hat er bis jetzt überstanden. Mann, Fräulein, haben Sie Holz vor der Hütte. Moment, ich komme. Kalinke. Erich Kalinke. Ich freue mich. Enchanté. Scholz. Charlotte. Und womit kann ich dienen? Ich komme von Graf Retzlow. Wir haben Ärger mit den Briketts, die Sie geliefert haben. Wenn ich Sie reinbitten darf. Bitte Platz zu nehmen. Danke. Ich freue mich. Die berühmte Mamsell persönlich. Das hätte ich mir nicht träumen lassen. Die ganze Gegend redet ja von Sie. So? Tut man das? Ja, wir sind hier alle nur so einfache Menschen und so was wie Sie. Das ist direkt eine Bereicherung für uns. Guck mal. Wie meinen? Warum? Mit wem soll so ein armer Witwer wie ich sich schon mal gebildet unterhalten können, ne? Das ist sie. Ich meine, das war sie. Meine arme Edith, als die noch lebte. Glauben Sie mir, da war ich ein ganz anderer Mensch. Und wenn die sich dann ans Klavier setzte und sah ein Knab ein Röslein stehen, sang, da wurde mir so warm ums Herz. Ich kann ja nicht sagen, wie warm. Schön, dass Sie ihrer noch so gedenken. Ist sie schon lange tot? 3 Jahre waren das. Nee. Wird das? Mein Gott, wie isst man bloß so alleine? Aber jetzt trinken wir erst mal einen. So zur Feier des Tages. Auf Ihr spezielles, Gnädigste. A la vôtre. Was hat der Kalinke denn gesagt? Was er gesagt hat? Was soll er denn gesagt haben? Wegen der schlechten Briketts. Mais oui. Er hat... Was hat er denn gesagt? Das fällt mir im Moment nicht ein. Aber deswegen sind Sie doch in den Ort gefahren. Waren Sie nicht bei Kalinke? Naturellement war ich bei ihm. Jetzt weiß ich's wieder. Er hat gesagt, er wird alles regeln. Wir bekommen in Zukunft beste Qualität zum billigsten Preis. Da müssen Sie einen mächtigen Eindruck auf ihn gemacht haben. Das habe ich, Herr Graf. Das habe ich. Monsieur Kalinke ist übrigens sehr charmant. Das muss man ihr lassen, ihre Knochen haben was. So dürr sie ist. Ich glaube, ich muss mir mal wieder rasieren. Wenn ich so neben ihn herschlendere, ist das Leben viel leichter. Alles andere ist ohne Bedeutung. Das wäre alles Geschäft. Ich
Die Briketts, die Sie Anfang der Woche geliefert haben, sind wirklich viel, viel besser. Erste Qualität. Jedes Stück einzeln ausgesucht. Für Sie. Mhm. Aber reden wir nicht mehr über das Geschäft. Reden wir über uns. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber ich glaube, Sie verstehen mir. Darf ich mal ganz ehrlich sein? Mhm. Mademoiselle, Sie gefallen mir. Sie sind mir auch sympathisch. Das kann ich mir denken. Ich meine, ich freue mich. Wir kennen uns doch kaum. Ja, dann wird es doch höchste Zeit, dass wir uns näher kennenlernen. Und außerdem, das Gefühl, das fühlt man. Das weiß man. Das sieht man. Der Mensch hat auch innere Werte. Die sind viel, viel wichtiger als alles andere. Aber das ist doch genau das, was ich sagen wollte. Auf das, was innen ist, kommt es drauf an. Ich weiß nicht, ob Sie mich verstehen. Oh doch, ich verstehe Sie. Ich verstehe Sie sehr gut sogar. Das wäre sehr schön. No, 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 no. Wenn uns jemand sieht. Ach, das glaube ich nicht. Hier kommt um die Zeit kein Mensch lang. Und außerdem ist Liebe ja nicht neu, etwa? No, no. Küche. Nichts? Ich komm rein, ich muss dir erst was Neues erzählen. Oh, Flau, gibst du mir ein paar? Geht nicht, das merkt man selbst. Die mag ja nicht. Die ist verknallt. Wen? In den schönen Erich. Ich hab sie gesehen. Beide blind wie der Dreh in der Brunft. Und was ist die große Neuigkeit? Das war sie. Fräulein Weber? Fräulein Weber? Ach, hier sind Sie. Ja, ich bereite gerade eine Rechenschularbeit für Ilse und ein Englischdiktat für Billy vor. Wie sind denn die drei so? Es geht. Brauchbarer Durchschnitt. Billy ist gut in Rechnen, Ilse in Deutsch und Vera in Englisch. Zusammen wären sie ein guter Schüler. Aber so... Naja, Genies sind Sie nicht. Das müssen Sie auch nicht sein. Ilse hat mir gesagt, Sie möchten mit mir sprechen. Ja, ich habe eine Bitte, die ich nicht vor den Kindern mit Ihnen besprechen wollte. Es könnte sein, Sie finden sie unangebracht. Um was geht es denn? Wir machen doch nächste Woche 3 Tage Ferien. Und da meine Frau Mutter Geburtstag hat, wollte ich Sie bitten, die Ferien vielleicht um 2 Tage vorverlegen zu dürfen. Ich möchte sie gerne besuchen. Sie wird 65. Aber das ist doch selbstverständlich. Wir besuchen ohnehin Familie von Horwitz. Und dann kommt ja auch meine Schwester, also. Das trifft sich gut. Danke, Gräfin. Ist sie wie Sie? Ich meine, ist Ihre Schwester Ihnen ähnlich? Nein, sie ist ganz anders. Sie ist ein wenig älter, hat sehr viel Geld und war 2-mal verheiratet. Und sie ist immer vergnügt und sonnig. Doch nicht jetzt, wo ich dich endlich habe. Loslassen oder ich schreie. Das tust du mir nie. Doch, das tue ich. Also gut, ich lass dir los. Aber nur, wenn du mir einen kleinen Kuss gibst. Gut, aber nur einen ganz kleinen. Ganz schnell. Gut, einverstanden. Du bist verrückt.
mich im Heuschuppen zu überfallen. Ich an deiner Stelle würde froh sein. Im Heu hätte ich dir nie und nimmer losgelassen. Und jetzt der Kuss. Was denn, das war alles? Noch ein. No. Wenn uns jemand sieht. Ach, Quatsch. Sehen wir uns heute Abend? No, nicht heute. Morgen. Ich muss morgen in die Stadt. Na gut, dann in der Perle des Havellandes. Formidable. Formidable? Was heißt denn das? Hast du ja gehört. Formidable. Alfred, dieser kalinkische Wenzel ständig um unsere Mamsell herum. Der geht hier ein und aus, als ob er zu Hause wäre. Ich finde, das geht entschieden zu weit. Ja, ja, die Liebe und der Suff, die fressen einen Menschen auf. Ich bitte dich, diese Sache ernster zu nehmen. Warum? Auf die Kochkunst der Pariserin hat sich diese Affäre sehr positiv ausgewirkt. Das Essen ist besser geworden. Alfred, was sollen denn die Kinder denken? Ach, die haben von solchen Dingen doch gar keine Ahnung. Ha, das glaubst du? Das glaube ich nicht, nur das weiß ich. Oh, ihr Männer, ihr seid wirklich so naiv in eurer Selbstherrlichkeit. Mein Glück, dass ihr Frauen das von uns glaubt. Weißt du was? Jetzt knöpfe ich mir diesen Kalinke selbst vor. Das würde ich nicht tun. Bisher haben sich all seine Liebschaften von allein geregelt. Wenn Erich kommt. Was heißt mein Erich? Ist er nicht? Schönen Tag auf die Damen. Tag. Bonjour. Das ist eine Überraschung. Wer mir kennt, weiß, dass ich immer für eine Überraschung gut bin. Kleine Spazierfahrt gefällig? No. Die Herrschaften sind aus. Wir sind beide allein. Ich kann das Haus nicht verlassen. Oh, ein Stündchen kann das olle Haus doch schon mal alleine bleiben. Und no? Leider nicht. Aber ja, doch. Ich bin ja da und pass auf. Na sehen Sie, Gnädigste, das Schicksal ist auf meiner Seite. Danke, Comtesse. Na gut. Aber nur ein kleines Stündchen. Na klar doch. Eine Stunde mit Ihnen ist für mich wie ein ganzer Geburtstag. Ich räume nur weg und hole meinen Mantel. Ich warte draußen bei der Kutsche. Wiedersehen, Comtesse, und vielen Dank. Schon gut. Wiedersehen. Hallo, ist denn jemand zu Hause? Guten Tag, Herr Zander. Tag, Comtesse. Ist dein Vater nicht da? Nein. Ist am Holz? Nein, er ist mit Mutter und den anderen bei Onkel Karl. Zu und Tante Lili ab. Es ist überhaupt niemand da, außer mir. Ist die ganz alleine? Nee, die Mamsell ist schon da. Nur. Und jetzt ist sie nicht da, weil sie weg ist. Aha. Wann kommt denn dein Vater zurück? Morgen. Gut. Sag ihm, die Brücke im Loch ist eingebrochen. Da kann jetzt keiner mehr rüber. Ich hab sie gesperrt. Sag ihm, die muss noch vorm Winter repariert werden, ja? Scheint einen Fleck auf der Leber zu haben. Der Fleck heißt Kalinke. Ach, der schöne Erich. Er hat schon manche Weib durcheinander gebracht. Ja, also Comtesse, sag deinem Vater, er soll sich die Brücke mal ankicken. Schönen Gruß und guten Tag. Wiedersehen, ich werde es ihm sagen.
Onkel? Hast du Kummer? Lieb mich nicht. Lieb mich nicht. Auf einmal? Warum denn nicht? Willst du wissen, warum? Darum. Nur wegen dem Ding da? Du kannst es ruhig anfassen, mein Kind. Der Magier hat es entworfen. Extra für mich. Also, ich finde Erich Kalinke doof. Wo sie doch so gut zu dir passen. Er wird es jetzt überall rum erzählen. Und du auch. Ich bestimmt nicht. Ehrenwort. Wenn man eine so große Enttäuschung erlebt hat, muss man weinen oder essen. Wollen wir essen? Was denn? Lass dich überraschen. Ich koche was Schönes. Nur für uns zwei. Toll. Wir ziehen unsere schönsten Kleider an. Ich gebe ein Souper. Sieht toll aus. Schmeckt auch so. Alles nur für uns? Alles nur für uns. Mademoiselle la Comtesse, c'est servi. Komm, setz dich jetzt. Ich bin eine Schwindlerin. Eine Schwindlerin. Ich würde ihn lähmen, hat er gesagt. Mit mir könne er es nie. Was? Das? Auf die Liebe. Auf die Liebe. Ich werde deinem Vater empfehlen, sich nach einem neuen Kohlenhändler umzusehen. Ich verstehe es nicht. Dabei heißt es doch, Liebe geht durch den Magen. Schlürf nicht, Ilse. Kalinke ist doof. Wo kommst du denn her? Ich war hinten auf dem Wagen drauf. Ich wollte Frau Baronin mit dem Gepäck helfen, weil sie doch immer so viel hat. Schmarotzer. Ach, lass ihn doch, Alfred. Hier. Danke, Frau Baronin. Wollen Frau Baronin mir eine Narbe sehen? Nein, danke, Bruno. Die habe ich ja schon das letzte Mal gesehen. Hallo, Ilse, mein Küken. Tag, Tante Lilly. Sag mal, du bist ja schon wieder größer geworden. Schön, dass du da bist. Tag Mutter, Tag Vater. Guten Tag, mein Kind. Alles in Ordnung? Alles. Wo ist denn Mamsell? In der Küche. Sie bereitet einen Imbiss vor. Ach, das hätte doch Zeit. Zunächst mal will ich auspacken. Schließlich habe ich euch allen was mitgebracht. Was denn?
wird nicht verraten. Oh. Wenzel, Sie sind wunderbar gefahren. Ich hatte das Gefühl, die Straße hat überhaupt keine Löcher. Oh, vielen Dank, Frau Baronin. Oh, Lilly. Verdirb mir mein Personal nicht. Ach, Alfred, sei nicht so kleinlich. Schenken macht Freude. Pass auf, du Kriebel. Muss aber tun für mich nicht einmal. Von Paris fuhr ich dann nach Haus. Aber da hielt ich es auch nicht lange aus. Also bin ich nach Venedig gefahren. Oh, abgeschlossen? Nein, der klemmt nur ein bisschen. Darf ich mal? Ja. Junge, du bist ja stark geworden. Ein richtiger Kavalier. Für dich doch immer, Tante Lilly. Oh. Ist das schön. Ja? Ich schenk's dir. Ach, Lilly. Ja, wenn's dir gefällt, behalte es. Es ist aus Paris. Danke. Danke, Lilly. Als Geschenk habe ich dir aber eigentlich das da mitgebracht. Falls der Duft der Mark Brandenburg mal zu stark wird. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Nichts. Danke. Ach, Ilse, also andauernd stolpert man über dich. Was quengelt ihr hier eigentlich rum? Wir warten. Worauf denn? Na, worauf schon? Ach, herrje. Jetzt habe ich doch die Mitbringsel für euch zu Hause vergessen. Wie konnte ich nur? Seid ihr nun sehr enttäuscht? Ach, das macht doch nichts. Nö, wie kommst du denn darauf? Das kann ja schon mal vorkommen. Billy, du bist doch so stark. Machst du mal eben die Hutschachtel auf? Oh, Tante Lilly! Na, hol schon raus. Die ist für Ilse. Ja. Danke, Tante Lilly. Das ist für Vera. Danke. Und das ist für mich. Genau. Toll, elefantös, phänomenal. Danke. Ein Baukasten. Vielen, vielen Dank, Tante Lilly. Vielen Dank, Tante Lilly. Danke. Herein. Darf ich dich kurz stören, Schwager? Aber natürlich. Ja, komm doch weiter. Ich sehe nur schnell die Post durch. Erfreuliches? Rechnungen sind nie erfreulich. Ach, weißt du, am besten man begleicht sie sofort. Dann braucht man später nicht mehr dran denken. Was macht eigentlich die Jagd, Alfred? Danke der Nachfrage. Ich hatte einen Teil verpachtet, aber leider starb der Pächter. Ah, und du? Doch, doch. Dann und wann schieße ich schon Bock. Setz dich doch. Schon wegen der Hege. Na ja. Dann wünsche ich Weidmanns Heil. Was ist das denn? Ein Gewehr. Tja, was soll ich damit? Zum Beispiel auf die Jagd gehen? Weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Sag Danke und steh's in deinen Schrank. Danke. Das sind ja Madeleines. Sehr richtig, liebe Lilly. Extra frisch gebacken für dich. Mm, köstlich, wirklich köstlich. Das muss ja eine wahre Perle sein, eure Pariserin. Mm. Oh ja, Mamsell kann was, wenn sie will. Entschuldigung, Frau Gräfin. Da Lore heute nicht da ist, dachte ich, bringe ich ein paar Petit Fours. Ganz frisch. Das ist wunderbar. Mamsell, das ist meine Schwester. Enchanté, Madame la Ach, Baronne. Sie sind das also? Ihre Madeleines? Himmlisch. Merci, Madame. Wirklich, das muss belohnt werden. Aber Madame la Baronne, ich bitte Sie. Nur das Gute wird belohnt, Mamsell. Nur das Gute. Merci, Madame la Baronne. Merci.
verdirbst mir das Personal. Ach, die paar Mark. Also wirklich, Lilly. 20 Mark. Davon müssen andere eine Woche lang leben. Eben. So ein Trinkgeld, Lilly. Du bist doch hier nicht im Hotel. Den Kindern hast du auch viel zu viel gegeben. Ihre Sparschweine sahen auch schon ganz mager aus, die armen Tiere. Sie verlieren ja jegliches Maß. Also manchmal bist du wie ein Kind. Gertrud, ich bitte dich nicht, an mir herumzuerziehen. Habe ich euch eigentlich mal erzählt, wie ich als junger Spund ein Gasthaus gewonnen habe? Ein Gasthaus? Wann denn? Als Leutnant beim Regiment. Das Gasthaus hieß Zum grünen Baum. Und wie? Beim Kartenspielen. Da hatte ich mal sagenhaftes Glück. Na, sowas. Ein ganzes Gasthaus. Und wo ist es geblieben? Ich hatte den Schuldschein schon in der Tasche. Aber ich habe dem Mann die Spielschuld erlassen. Du bist ein wahrhaft großzügiger Mensch, Alfred. Bin ich. Bin ich. Viel Staat ist mit den Dingern nicht mehr zu machen. Bei dem Rost hilft nicht mal Petroleum. Vielleicht sollten wir den Rost abschleifen. Mit einer Feile. Spinnst du? Dann laufen sie doch nicht mehr gerade. Die Schrauben lassen sich gar nicht drehen. Wir müssen sie in Petroleum legen. Mindestens ein paar Tage. Naja, dauert ja auch noch, bis es Eis gibt. Vater sagt, dieses Jahr kommt der Winter früh. Und der dauert lang. Ihr spürt's im Bein. Ach, da seid ihr. Hast du uns gesucht, Tante Lilly? Ja, es war so still im Haus. Zu still. Was treibt ihr denn da? Wir möbeln unsere Schlittschuhe auf. Total verrückt. Ja, das haben wir früher auch gemacht. Ach, wir kriegen das schon wieder hin. Ich hab die alten von Vera. Ich glaub, die gingen gar nicht mehr auf die Schuhe. Aber ja doch. Wie heißt doch Vaters Kernspruch? Wo ein Wille, da ein Weg. Na ja. Wenn ihr das sagt, dann wird's sicher stimmen. Hallo, ihr zwei. Ja. Geht's mal ruhig weiter. Ich gehe ein bisschen spazieren. Tante Lilly. Ich bin gleich wieder da. Ich schaue nur nach den Kindern. Au! Verdammt nochmal, was ist denn da? Tante Lilly, du bist Knorke! Was ist denn? Bist du verrückt? Was machst du denn für einen Lärm? Ist Tante Lilly nicht wunderbar? Das ist die Höhe. Kurz vor Weihnachten, so üppige Geschenke. Wie sollen wir da den Kindern noch eine Freude zum Fest machen? Bis Weihnachten sind es noch Wochen. Da sind längst neue Geschenke fällig. Ach, du bist verrückt.
Geschenke sollen einen Sinn haben. Ja, Freude machen. Es macht keine Freude, wenn man jeden Tag etwas geschenkt bekommt. Man gewöhnt sich daran. So oft haben mich die Kinder doch nicht. Du verdirbst sie mir. Mein Gott, bist du provinziell. Es kann sein. Aber ich will nicht, dass du unser bescheidenes Glück durch deinen Größenwahn verdirbst. Ich gebe, weil es mir Freude macht. Siehst du, weil es dir Freude macht. Du denkst an dich und nicht an die anderen. Ich denke an alle. An mich, an deine Kinder, an dich, an deine Ehe. Lass meine Ehe aus dem Spiel. Natürlich, 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 natürlich. Weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Behalte dein Unglück für dich, trag's in dir, bis du daran zugrunde gehst. Ach, ich bin zufrieden. Ist das der Sinn deines Lebens? Zufriedenheit? Ist das alles, was du dir erträumt hast? Lilly, hör auf. Ich gebe zu, dass ich unglücklich bin, ein Leben lang. Ich schenke, um mir eine Freude zu machen, ich weiß es. Und ich weiß auch, dass ich es nicht mehr ändern kann. Vielleicht auch nicht mehr ändern will. Wir sind alt, Gertrud. Alt, alt, alt. Und was haben wir von unserem Leben gehabt? Ich meine, einen trockenen Knochen und du? Diese Kuhpläge hier, dieses Kaff. Wenn wir ehrlich sind, haben wir auch keine Träume mehr. Keine Illusionen. Guten Morgen. Extra frisch gebacken, Frau Baronin. Von Mamsell. Ach, das ist aber nett. Danke. Lore, bringen Sie meiner Frau das Frühstück nach oben. Sie wollte heute Morgen im Bett bleiben. Das habe ich doch schon versucht, Herr Graf. Aber sie macht mir doch nicht uff. Dann versuchen Sie es eben noch mal, Herrgott. Was hat man da denn? Ich weiß es nicht. Aber vielleicht sollten wir doch einen Arzt kommen lassen. So kenne ich Gertrud gar nicht. Es ist nichts Organisches, glaub mir, Alfred. Gertrud ist nur ein wenig überanstrengt. Weiter nichts. Weiter nichts? Sie müsste auch mal raus hier. Wohin denn? Mein Gott, Alfred. Könnt ihr denn nicht mal nach Berlin fahren? Sie muss endlich mal wieder unter Leute. Aber sie kommt doch unter Leute. Vorige Woche waren wir bei Piepenhans und der alten Exzellenz, dann waren wir bei Karl und Sophie. Und in die Kreisstadt fährt sie alle Nase lang. Von den Treibjachten mal ganz abgesehen. Sie hat doch hier Abwechslung genug. Aber Berlin wäre doch trotzdem schön. Frau Gräfin, jetzt schon viele besser. Ja, danke. Bitte nur das Brot. Zum Mittagessen kommt sie wieder runter, hat sie gesagt. Gott sei Dank. Ach, dann kann ich ja beruhigt abreisen. Ich dachte, diesmal wolltest du etwas länger bleiben. Das dachte ich auch, aber es treibt mich weiter. Och, schade. Thank you.
Wiedersehen, ihr Küken. Wiedersehen, Tante Lili. Wiedersehen und danke für alles. Wiedersehen. Wiedersehen. Und komm doch bald wieder, Tante Lili. Vielleicht. Aber ich hoffe, ihr kommt mich bald mal besuchen. Bis ihr da seid, haben wir bestimmt unseren neuen Schießstand für Tontauben. Irgendwann kommen wir bestimmt. Wiedersehen, Alfred. Jetzt hast du endlich deine geliebte Ruhe wieder. Komm gut nach Hause. Pass auf dich auf, Gertrud, versprich mir das. Und sei deinem Schwesterchen nicht allzu gram, bitte. Wie könnte ich, Lilly? Alles Gute. Hoffentlich ist es im Zug einigermaßen geheizt. Wir begleiten dich ein Stück. Fährt sie wieder in ihre Welt. Ja. Uns geht es viel besser. Wir sind glücklich. Und es ist schon verdammt schön hier. Ja. Es ist ein wunderschönes Land.